Das ist schön, wenn es ruhiger wird. Hallo und herzlich willkommen. Am 30. November 2011 fand die erste Veranstaltung der Eventreihe PAU auf dem Campus der MHMK Hamburg statt. Nach der Einleitung durch den Initiator Jan-Christian Rohde folgte die Keynote von Arne Gillert. Also man hat so ein Problem, zum Beispiel die Züge müssen pünktlicher fahren und dann hat man eine Lösung, nämlich dass irgendwelche Berater geholt werden und die analysieren dann ganz lange. Und das hat man eigentlich schon 20 Mal gemacht und die Züge sind immer noch nicht pünktlich. Dann haben wir irgendwann angefangen, andere Sachen zu machen. Und in der zweiten Instanz festgestellt, dass die alle einen Ding gemeinsam haben, nämlich dass sie alle auf Spielprinzipien beruhen. Geht so weit, dass es Leute gibt, die behaupten, dass das genauso wichtig ist wie Schlafen. Also wer aufhört zu spielen, kriegt irgendwelche Gehirnprobleme. Irgendwann. Ideen, Dienstleistungen. Die meisten Unternehmen, wo ich hinkomme, die großen Fragen sind nicht, wie kommen wir an Kapital oder wie kommen wir an Rohstoff? Die großen Fragen sind, wie verändern wir unsere Leute? Arne Gillert ist Buchautor und Business Coach und löst die Probleme seiner Kunden durch Spiele. Im Grunde alle schwierigen Fragen lassen sich zurückführen auf Handeln von Menschen. Wenn das wahr ist, stellt sich sofort die zweite Frage, nämlich wie beeinflusst man das Handeln? Und ein Kollege von mir hat mal gesagt, man kann nicht schlau sein gegen seinen Willen. Früher im Industriezeitalter hat das vielleicht noch was gebracht, da steht so ein Fließbandarbeiter und dem kann man sagen, heute mal bitte härter arbeiten. Wenn man ein Wissensarbeiter sagt, heute bitte schlauer sein und 10 gute Ideen, bringt das nicht so viel. Daniel Pink erzählt die Geschichte von, warum Bonusse nicht funktionieren. Beziehungsweise er sagt, die funktionieren dafür, wenn man eine ganz, ganz einfache Aufgabe gibt. So wie da hinten liegen 10 Stapel Holz und bitte die so schnell wie möglich hier hinkriegen. Wenn man dann einen Bonus bezahlt, laufen Leute wirklich tatsächlich schneller. Sobald man aber eine Aufgabe gibt, die ein bisschen Kreativität oder ein bisschen Komplexität beinhaltet, ist es andersrum, dann steht der Bonus der kreativen Lösung im Weg. Wer also anfängt zu spielen, könnte sich damit beschäftigen, was Spielen eigentlich heißt. Und das, was ich versucht habe zu machen, ist mal rauszufiltern, was sind die Faktoren oder die Prinzipien, die Spielen ausmachen in diesem Sinne, diese Haltung. Und kann man diese, was passiert, wenn man dann andererseits, wenn man diese Kriterien oder Prinzipien rausholt, sind die dann wieder anwendbar auf andere Projekte als Entwurfsprinzipien? Kann man also sich einfach überlegen, okay, ich habe ein Problem, wenn ich das angehen will, kann ich mal raufgucken auf eine Liste von, in diesem Fall 6 Faktoren. Wenn ich die anwende, dann habe ich höchstwahrscheinlich einen Ansatz, der anders ist, produktiver ist als dieses Kontrolle- und Bonussystem. Die will ich kurz vorstellen. Erste Prinzip, Spielen ist immer freiwillig. Irgendwelche Leute in Schweden, die haben was ausprobiert. Die These war, Fun can change the behavior. Sagten, wenn man möchte, dass Leute was machen, muss man einfach sagen, dafür sorgen, dass es Spaß macht. Die haben eine U-Bahn-Treppe, irgendeinen Ausgang von der U-Bahn, dann über Nacht umgebaut zum Klaviertastatur und dann einfach gefilmt, was passiert am nächsten Tag. Und 66% der Leute mehr liefen dann über diese Treppe, weil das Spaß machte. Völlig einfach, simples Beispiel, was Spaß machen kann. Ein Spielraum ist der Raum mit begrenzten Konsequenzen. Das heißt, es ist der Raum, den man schaffen kann. Das heißt aber auch, dass im umgrenzten Raum ganz wenig Spiel möglich ist. Man kann in allen möglichen Arbeitskontexten Spielräume schaffen. Und Spielen braucht auch Regeln. Man kann in einem regelfreien Raum, genauso wie man nicht entwerfen kann, ohne Regeln kann man auch nicht spielen ohne. Nach der Keynote ging es in den 3 Workshops weiter mit Lego Strategic Play mit Katrin Elster, Virtual Reality bei Professor Dr. Hebbe Seeger sowie einem Gesprächskreis bei Arne Gillert. Hier konnte das eben Gehörte praktisch angewendet werden. Wichtig zu sein, Projekte auf ein gutes Fundament zu stellen, damit sie gut wachsen können. Was mir jetzt auch wichtig war, dass ich die Freiheit hatte, ein Foto zu twittern.